Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 12. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und bekommt einen Einfluss von Deneb Al-Gedi. Dieser Stern Deneb Al-Gedi vermittelt eine Botschaft, etwas zu Ende bringen, etwas beenden oder loslassen, von etwas trennen. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und hat auch einen Einfluss von Sternen, einmal Manubrium. Und dieser Manubrium ist nichts anderes als ein Hand, was die Pfeil im Hand hält bei Bogenschützer und gehört noch zu den Tierkreiszeichen Schütze. Also zeigt eine gewisse Richtung. Aber weil dieser Bogen im Hand hat, hat eine Bedeutung auf Militär oder Strategie. Jetzt können Sie die Frage stellen, was sucht dieser Stern, was zu den Tierkreiszeichen Schütze gehört, in Tierkreiszeichen Steinbock, wo sich gerade die Mond bewegt. Die Antwort ist einfach. Die Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und sie verschmelzen miteinander und sie bilden ein Gürtel. Und dieser Band, dieser Gürtel heißt Ekliptik. Und in diesem Ekliptik sind nicht nur die 12 Tierkreiszeichen, sondern erscheint auch ein 13. Sternbild der Schlangenträger und befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Aber zurück zu der Mondbewegung, also hat ein Einfluss von diesem Stern Manubrium und bekommt noch Einfluss von Vega und Deneb. Diese Vega und Deneb stehen in Verbindung und dazu kommt auch noch Altair. Und das erklärt eine mythologische Geschichte aus dem Chinesischen. Und die Geschichte ist folgendes. Es gab eine Hirtenjunge und dieser Hirtenjunge hieß Altair. Und im Himmel war ein Fee, diese Vega. Und diese Fee verliebte sich an diesem Hirtenjungen und kam auf die Erde und sie waren dann verheiratet, Altair und Vega, die Hirtenjunge und die Weberin, weil diese Fee wurde als Weberin. Bis dann der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, was nichts anderes ist im Chinesischen als Sonne und Mond, entdeckte, dass diese Fee auf die Erde ist unter den Menschen und sie haben ihn zurückgeholt im Himmel. Und somit wurden die beiden Liebenden getrennt. Altair, der Hirtenjunge, und Vega, die Weberin. Dann kam Deneb im Spiel und hilft bei die beiden. Und Deneb baute eine Brücke aus Schwanen und so vereint die beiden Liebenden Altair und Vega. Und die beiden können dann einmal im Monat, einmal im Jahr, im siebten Tag, im siebten Mondmonat, in dieser Brücke treffen. Und das ist bei Chinesischen und auch im Japanischen ein Feiertag, der Tag die Liebe. Und Deneb verbindet die beiden und was die beiden Liebenden trennt im Himmel ist nichts anderes als die Milchstraße. Das heißt, Altair, dieser Stern, befindet sich im Sternbild Adler. Gegenüber liegt Vega im Sternbild Lyra. Und die beiden Sternbilder, Adler und Lyra, trennt die Milchstraße. Und die Mitte ist Deneb als Hauptstern im Sternbild Schwan und verbindet die
beiden Sternen miteinander. Deswegen kommt auch, dass diese Brücke aus Schwanen gebaut wurde, weil Deneb befindet sich im Stammbild Schwan. Das ist die Geschichte dazu. Und die beiden Sternen Vega, die Weberin und Deneb, wo hilft, hat einen Einfluss auf die heutigen Mondbewegung. Das bedeutet, bei Trennung ist wichtig, eine Brücke bauen. Viele Menschen sind gerade getrennt oder sind es Missverständnisse und es ist wichtig, eine Brücke zu bauen oder eine dritte Person kann auch helfen, etwas zu vermitteln. Aber wichtig ist ein Zusammenkommen, eine Annäherung und das ist die Botschaft für den heutigen Tag. Und wie wirkt das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. In die gleiche Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Astrologisch bedeutet das Aszendent, Deszendent und halten die Gleichgewicht. Also die wichtige Thema ist Wassermann Löwe, das Selbst und auch auf anderen zuzugehen, das Du. Und auch Ideen im Licht zu bringen, unsere Ideen zu verwirklichen und unserem Selbst aber auch beachten und eine Wertschätzung schenken, auch mal zu uns selbst. Aber wichtig ist, dass wir mit anderen Menschen auch kommunizieren, dass wir diese Brücke bauen, dass wir Verbindungen haben. Die Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen ist auch wichtig, ihren Ideen ins Licht zu bringen, erfolgreich präsentieren, in Mitte zu stellen und auch Anerkennung zu bekommen. Und die Wassermann Geborenen sind gerade auch wahrgenommen. Gespräche nehmen zu oder ein Gespräch hat eine Wichtigkeit, kann auch um Termine handeln oder wichtige Verträge. Kommt auch mehr Klarheit, auch mehr Orientierung. In die kommenden Tagen kommt auch mehr in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen befinden sich gerade in einem Heilungsprozess und Liebe-Partnerschaft spielt eine große Rolle, gerade bei den Fischengeborenen. Entweder eine Versöhnung oder eine neue Begegnung und das heilt natürlich, weil die Liebe kommt im Fluss. Die Fischengeborenen haben die Bedürfnis wahrgenommen werden, aber die trauen etwas noch nicht zu. Sie brauchen mehr Kraft oder Mut, mal sich auch präsentieren, in die Mitte zu stellen und zeigen auch, was sie können. Und genau das ist momentan die Lernaufgabe. Diese Auftreten, diese Selbstvertrauen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind momentan Einschränkungen da. Den Tag fühlt sich nicht allzu gut an oder die Wiedergeborenen zweifeln an etwas oder zweifeln an sich selbst. In den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit und nach Neumond kommt auch etwas in Bewegung, weil vieles ändert sich bei den Wiedergeborenen in allen Lebensbereichen, auch beruflich, aber auch in die Liebepartnerschaft kommt alles im Fluss oder wird es sehr gefühlsvoll verlaufen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen bringen etwas zu Ende oder bringen etwas in Ordnung. Besonders in beruflichen Situationen, in Finanzen haben die Stiergeborenen gerade Glück. Aber in die Liebepartnerschaft kommt langsam auch alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, eine Basis zu haben. Und wenn diese Ruhe da ist, diese Sicherheit, auch diese Selbstsicherheit, dann kommen auch die Veränderungen. Gute Gespräche sind zum Erwarten. Etwas in Bewegung, in vertrauter Umgebung, Nachbarschaft, Bekannten, Verwandtschaft. Da kommen Einladungen oder Besuch oder ein Geschenk. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig, auf die Gespräche achten.
und etwas zu klären. Etwas ist noch unklar, undeutlich und wichtig ist, ein klärendes Gespräch zu führen. Die Krebsgeborenen haben tolle Ideen und sie verspüren die schöpferische Kraft. Und das möchten sie gerne im Tat umsetzen, in beruflichen Situationen etwas verbessern, etwas verändern. Oder viele Krebsgeborenen starten einen Neuanfang, die Selbstständigkeit. Und dazu brauchen noch die klärenden Gespräche, entweder einen Rat zu holen oder die schriftlichen Sachen, die Termine vereinbaren. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft, aber auch Karma, karmischen Lernaufgabe, entweder die Berufung nachgehen oder wichtige die Gefühle sind auch sehr wichtig, diese tiefen Gefühle auch ernst nehmen und um die Partnerschaft kümmern, eine Chance zu geben. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren spielt die Liebepartnerschaft auch eine Rolle. Aber nicht nur warten, sondern es ist wichtig, auf anderen zuzugehen. Entweder weil sie Interesse haben an jemand, dann sollen sie das mal mitteilen oder ein Signal setzen. Oder in bestehende Partnerschaft ist wichtig ein Entgegenkommen, mal Gefühle zeigen, weil so kommt alles im Fluss, so kommt das in Ordnung. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen sind momentan Einschränkungen da. Den Tag fühlt sich nicht so gut an, auch nicht die richtige Zeitpunkt etwas Neues starten. Verbesserung kommt nach Neumond, dann kommt auch wieder die Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist Kraft und Mut da, etwas zu verändern, verbessern. Besonders in beruflichen Situationen haben die Schützengeborenen gerade Glück und sie können auch ihre Finanzen verbessern. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen bringen etwas zu Ende. Oder sie trennen etwas oder kündigen. Wichtige Botschaft ist es auch, etwas zu beenden, etwas trennen oder kündigen. Diese etwas Ende bringen kann auch bedeuten, das Loslassen Gefühlen wie Schuldgefühl oder Zweifel oder Ängste. Aber bei den Steinbockgeborenen noch ein Hinweis, es ist auch der richtige Zeitpunkt, zum Abnehmen, damit zum Starten beginnen, gerade vor Frühlingsanfang. Und liebe Partnerschaft ist auch sehr schön bei den Steinbockgeborenen, weil jetzt wird es gefühlsvoll, kommt auch etwas im Fluss. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.